Liebe Wähler, wir haben Sie seit Jahren vor dem unvermeidlichen Zusammenbruch des Finanzsystems gewarnt. Bei der Wahl 2005 kamen diejenigen ans Ruder, die nicht in der Lage waren, das vorherzusehen und die immer noch keine Ursachenanalyse gemacht haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Meine Crew und ich heißen Sie herzlich willkommen an Bord der MS Laputa, dem beliebtesten Urlaubscruiser der Welt. Vor uns liegen sorgenfreie Tage, die Sie einfach genießen sollten. Unser Wetterdienst meldet eitel Sonnenschein und leichten Rückenwind. Gegenwärtig fahren wir in seichten Gewässern sanfte 31 Knoten, immer mit dem Strom. Wir werden voraussichtlich in wenigen Wochen das Land erreichen, in dem Milch und Honig fließen. Bitte entspannen Sie sich, vergessen Sie die Welt um sich herum, schließen Sie die Augen und öffnen Sie leicht den Mund für die gebratenen Tauben. Als Zeitvertreib empfehlen wir heute das Fischen im Trüben. Oder schlafen Sie sich einfach mal richtig aus. Ihr Captain und die Crew haben das Steuer fest in der Hand. Wir danken auch der Bild-Zeitung, RTL und der Bertelsmann-Stiftung, den freundlichen Sponsoren dieser traumhaften Reise. Ach, schon wieder so ein böser Ding. Was ist hier los? Hey Leute, es geht wieder aufwärts. Die jetzige politische Führung ist vollkommen unfähig, die Krise zu lösen. Wenn das so weitergeht, wird die Wirtschaft immer weiter abstürzen. Firmenpleiten, Entlassungen, Sparprogramme und die Möglichkeit von Unregierbarkeit wäre dann die Folge. Es gibt einen Ausweg aus der Krise, unser Programm. Wir haben das Patentrezept. Damit die Banken normal funktionieren können und ihre Spareinlagen sicher sind, muss der finanzielle Giftmüll komplett gestrichen werden. Wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau beim Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre muss heute eine staatliche Anstalt Kredite für Infrastruktur und andere Investitionen schaffen, durch die 10 Millionen produktive Arbeitsplätze entstehen. Schließlich brauchen wir eine neue, gerechte Weltwirtschaftsordnung und eine kulturelle Renaissance. Ich trete an, weil ich eine Lösung für die Krise habe. Wählen Sie am 27. September Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Es gibt keine Zeit mehr für inhaltslose Stimmungsmache und Gähnduelle. Verpassen Sie nicht den Live-Webcast mit Helga Zeppler-Rouge am 22. September auf www.büso.de. So, Herr Steinmeier, dann schauen wir uns das doch jetzt zusammen mal an. Jetzt haben wir ja Zeit. Also der Herr Steinmeier hat ja jetzt auch bei der Büso das Programm der Schaffung von Arbeitsplätzen abgeguckt. Also zwar will er nur 4 Millionen Arbeitsplätze schaffen, was natürlich angesichts der realen Arbeitslosigkeit in Deutschland viel zu wenig ist.